Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge am 11. August und wir schauen heute ausnahmsweise mal in das Land der wandelnden Seelen. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt, dass wir das als Komme so weit du kannst, aber ihr wisst ja, da gibt es einige interessante Stellen und es gibt 3 Knackpunkte, wie ich gesehen habe, auf dem Weg zu Gold, aber die stelle ich euch jetzt gleich alle dann nochmal einzeln dezidiert vor. So, das hier am Anfang ist ja alles klar, hier aufpassen, selbst wenn ihr diesen ersten Punkt nicht schafft, dann trotzdem halt eben über den Flieger weitergehen, dann schafft man das auch noch recht gut. So, hier hoch, über das Seil springen, auch hier wieder einmal hier den starken Flug nach unten, hier hoch und nun aufpassen halt eben immer Kick, Sprung, Kick, Kick, also die Kombination zweimal üben, dann hat man sie eigentlich drin. Und dann sollte die kein Problem sein. Jetzt kommt die Stelle gleich, die erste. Hier aufpassen, wenn ihr merkt, dass ihr nicht richtig mit dem Controller zurechtkommt, macht folgendes. Und zwar geht mit dem Finger auf die blaue Taste und nimmt den unteren Teil des Fingers für die grüne Taste. Dann geht es eigentlich recht gut, diese Stelle halt eben zum Schaffen. So, die nächste Stelle, wo recht knifflig wird, kommt jetzt und zwar hier im richtigen Moment auch wieder die Sprung nach unten Attacke machen. Müsst ihr auch 2-3 Mal probieren, dann klappt mir das eigentlich recht gut. Und dann natürlich hier der absolute Knaller, das ist so die schwierigste Stelle überhaupt gewesen, weil man hier halt oft nicht diese Teile richtig verwischt und ich auch hier nicht die richtige Attacke schaffe. Aber ihr seht es trotzdem recht einfach und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen heute bei der Daily Challenge und wir sehen uns morgen zu einem neuen Teil. Bis dann!